Moin, ihr Klappspaten-Mechaniker. Ja, wie dem einen oder anderen aufgefallen ist, habe ich in der Videoreihe vom LC4-Motor die Kipphebelrollen vergessen. Diese Lümmels da. Die habe ich hier in neu. Für diejenigen, welchen die Artikelnummern brauchen, die können sich das jetzt mal eben schnell hier merken. Und dann würde ich sagen, Intro. Und dann tauschen wir die eben einmal. Wird ja auch Zeit, ne? It's all about humanity. Ja, das ist im Prinzip nichts Besonderes. Deswegen halten wir das hier eben einmal, ja, ein bisschen kürzer, das Ganze. Wir machen das nicht ganz so lang und umfangreich wie die anderen Videos zum Thema LC4-Motor, weil das hier ist im Prinzip auch nichts Langes und nichts Dramatisches und oder Wildes. Ja, da sehe ich schon was, was mir nicht so gut gefällt, aber egal. Wie man die rausbekommt, zeige ich euch. Das funktioniert folgendermaßen: Ihr nehmt diesen Hebel und schiebt ihn quasi da drunter, also nicht von oben drauf drücken, dass die Welle hier hochkommt, sondern ihr drückt die Welle hier hinten nach unten und schiebt die dann in Richtung dieser Öffnung und dann kommen die da bopp, raus. Macht ihr auf der anderen Seite auch. Und dann könnt ihr euch eine Wasserpumpenzange grabben und dann zieht ihr die Wellen da vorsichtig raus. Da passiert auch nichts. Die sind gehärtet und dann könnt ihr euch das eben einmal so zurechtlegen. Auf die Passscheiben müsst ihr aufpassen. Dann müsst ihr gucken, wo welche herkommen und die da auch wieder hinpacken. Sei denn, die sind beschädigt, dann müsst ihr die Wellen neu ausdistanzieren. Da kümmern wir uns heute nicht drum. Wir gehen davon aus, dass ihr das so wieder zusammenbaut, wie ihr es auseinandergenommen habt. Hier machen wir dasselbe. Ich zum Beispiel merke mir immer, wie rum ich den zerlegt habe. Steuerkettenschacht nach links. Also lege ich mir das so in der Reihenfolge auch immer hin. So, die beiden waren auf dieser Seite und die kommt dahin. Und dann haben wir hier das Oberteil. Das macht man dann eben einmal sauber. Aber das filme ich jetzt nicht, das mache ich mal eben einmal schnell. Bis gleich. So, wenn wir dann die Dichtfläche schön sauber gemacht haben, dann können wir uns das schon wieder so hinlegen, wie es gerade gewesen ist. Dann brauchen wir gleich nicht so viel denken. Dann werfe ich meistens eben so einen Blick auf die Wellen, ob die noch in Ordnung sind. Aber hier sieht man quasi gar nichts drauf. Ein ganz bisschen hier, weiß nicht, ob man es sieht, eingelaufen, so nenne ich es jetzt mal. Aber das ist nicht der Rede wert. Die baue ich so wieder ein, wo sie hergekommen ist. Und das gleiche gilt für die hier. Weiß nicht, ob man es auf dem Video sehen kann, aber die Spuren da drauf. Da sind keine Riefen drin, das ist nichts zu spüren. Wie gesagt, die sind gehärtet und was weiß ich nicht, was alles damit gemacht wurde, damit die diesen Strapazen standhalten. Wie findet ihr das eigentlich, dass es hier nicht mehr flackert? Geil, ne? LED-Licht, also richtig schön hell. Ich brauche nichts mehr nachbearbeiten. Das kriegt alles nicht mehr so einen Gelbstich wie die letzten Videos. Ja, Technik macht es möglich. Was ich sagen wollte, die Wellen sehen top aus. Dann macht man sich hier dann nochmal kurzfristig die Mühe und zieht da den alten Scheiß O-Ring ab. Aber nicht in Finger stecken, den Schraubendreher, das tut nämlich weh. Eine, zwei. Dann nimmt man sich da neue von. Weil wenn man schon in der Hand hat, dann kann man da auch für sorgen, dass das zukünftig dicht ist. So. Ersten drüber. Zweiten drüber. Dann sind wir ja schon gut vorbereitet für die nächsten Schritte, die jetzt kommen. Wie gesagt, Kipphebelrollen tauschen ist wirklich nicht allzu schwierig. Diese hier ist noch gar nicht getauscht worden. So sieht das aus, wenn das von Werk ist. Und so sieht das aus, wenn es mal jemand gut gemeint hat und da mit einem Körner wie ein Wilder Körnerpunkte drauf gemacht hat, um auch sicher zu gehen, damit das Ding da auch ja nie wieder rauskommt. Und jetzt zeige ich euch, wie man das Ganze ohne Presse auspresst. Und zwar nehme man sich Schraubstock,
So eine 12er Langnuss und eine 4er Langnuss meinetwegen. Nangnuss. Eine sogenannte Nangnuss. Und dann macht man so. Setzt die da auf und den davor. Und versucht das irgendwie in den Schraubstock reinzubekommen. Möglichst gerade. Könnt ihr überhaupt was sehen? So. Schade, dass ich nur zwei Hände habe. Ich hätte echt gerne manchmal 8 Hände und Arme. Und auch Beine. Sieht so, dass das alles möglichst so ein bisschen gerade zueinander ist. Und dann dreht ihr den da raus. Sofern er denn will, aber ich bin schief. Da muss man ein bisschen mit Gefühl arbeiten. Nicht, dass ihr den Kipphebel kaputt macht oder oben zusammendrückt oder sowas. Das muss nicht unbedingt sein. Oh, ich sehe auch nicht besonders viel. Da muss nochmal Licht hier über mir. Ja, wenn die so in Unverstand angekörnt sind, dann ist es manchmal ein bisschen schwieriger. Da war er. Und dann dreht ihr den da. Oh. Wahnsinn. Einfach nur raus. Also das hat auf jeden Fall gesessen. Das Ganze sieht dann so aus. Hier ist die Welle. Die laufen dann hier ein. Und die Nadeln verschleißen dann. So sieht das Ganze dann aus. Die kommt in Müll. Man nehme sich eine neue. Da ist ein bisschen Span dran. Das darf dann natürlich nicht mit rein. Die halten eh schon nicht allzu lange. Dann braucht man da nicht noch unbedingt eine Fehlerquelle mit einbauen. Dann mache ich da ein bisschen Öl dran, wo ich mich gleich wieder tierisch drüber ärgern werde. Aber nur ganz dezent. Und dann zentrieren wir das schön mittig. Und dann stecken wir den neuen Bolzen da so durch. Dann drückt die hier so einen Gummipuppel raus, der gerade eben noch die Nadeln an Position gehalten hat. Den schmeißen wir weg. Und dann wird das Ganze jetzt mit Körnerpunkten versehen. Ich mache meistens 4 oder 6 Stück. Und zwar hier sieht man, die sind gehärtet. Da sieht man so einen Farbverlauf. Ich muss immer auf der Kamera gucken. Und man schlägt quasi hier zwischen die Körnerpunkte und treibt damit quasi den Bolzen nach außen dagegen, damit er nicht mehr nach rechts und links, sprich axial, dann wandern kann. Aber ich weiß jetzt schon, dass es in die Hose geht, weil das ist alleine echt eine Scheißarbeit. Aber egal. Meistens habe ich das Glück, dass hier irgendein guter Kumpel rumturnt, der mir das dann immer mal festhält, weil Einspannen im Schraubstock ist auch schlecht. Aber ich guck mal, ob ich das demonstriert bekomme. Ich leg das immer so plan auf dem Schraubstock auf, damit der nirgendwo mehr hinkippen kann. Schlauer wäre es, sich vorher eben einmal die Hände zu putzen. Genau das soll eigentlich nicht passieren, ne? Es ist so typisch. Also nochmal das Ganze. Das ist das, was ich gerade sagte, mit dem mich drüber ärgern, dass ich das geölt habe. Ich glaube, es wäre klüger, wenn man das trocken macht, das körnt und dann eben einmal in Öl quasi badet, damit das voll läuft. Dann für den Moment, bis der Motor dann das erste Mal läuft und sich das hoffentlich selber schmiert. Runterfallen soll das überhaupt nicht. Ich meine, ich lasse es drin, ich schneide es nicht raus, weil das so Sachen sind, die passieren. Aber das soll eigentlich nicht, kann man so sagen, glaube ich. Ich habe hier auch noch nie irgendwie eine andere Methode gefunden, um das anders abzulegen, um das irgendwie so zu machen, dass es nicht mehr runterfallen kann. Weil mit Magneten das Aufsetzen, die Idee hatte ich auch schon, aber dann platzt der Magnet. So lange Rede gar keinen Sinn, wir müssen das jetzt irgendwie hinkriegen, auch alleine. Eins, soweit kann er schon mal nicht mehr raus. Drehe den jetzt mal um, da geht es da schon nicht mehr. So, jetzt habe ich hier 2 Punkte drin und da 2 Körnerpunkte drin. Ich hoffe, ihr seht das. Jetzt ist es so, dass ich den da schon nicht mehr rausdrücken kann. Also ich müsste jetzt schon arge Gewalt aufbringen, um den da wieder rauszubekommen. Trotzdem ist es so, dass ich jetzt nochmal da gegenüber und da gegenüber jeweils nochmal 2 Körnerpunkte setze. So, das Ganze sieht dann so aus. 4 Körnerpunkte jeweils, das lässt sich noch drehen. Da wandert auch nichts, also man braucht jetzt nicht anfangen und irgendwie ringsrum da 200 Körnerpunkte zu setzen. Das reicht in der Regel so vollkommen aus. Das Ganze mache ich jetzt nochmal bei dem anderen. Da ist es aber genau dasselbe Prozedere, nur dass er sich ein bisschen leichter auspressen lässt. Dann körne ich den auch nochmal eben und dann bauen wir das Ganze wieder zusammen und dann hätten wir es auch schon fast. So, und wenn ihr auch dann den fertig gekörnt habt, dann kann das Ganze prinzipiell schon wieder zusammen. Zu den Kipphebeln selbst kann man auch sagen, dass da ein Hohnschliff drin ist. Ich weiß nicht, ob man das so auf der Kamera sieht. Ich tue mal da reinleuchten. Da ist wie im Zylinder ein Hohnschliff drin, damit
quasi da wie im Zylinder auch das Öl hinkommt. Ich hoffe, so kann man sehen. Da so die Rillen. Das sollte alles auch noch so ein bisschen frisch und intakt sein. Aber wenn die Wellen so aussehen wie hier und die Wellen in Ordnung sind, dann sind in der Regel auch die Kipphebel selbst noch in Ordnung. Also das ist die Welle und das ist der Kipphebel und das ist die Kipphebelrolle. Weil einige auch das hier Welle nennen, aber ist auch egal. Ihr versteht, was ich meine. Und ja, dann macht man das Ganze schön sauber, falls man das noch nicht gemacht hat. Und ölt das Ganze. Das hatte ich schon vorbereitet. Für die Wellen nehme ich wieder meinen weltberühmten, aber fast vergessenen Schmatzepott. Dann schmatze ich da so ein bisschen was drauf. Nicht umfallen. Damit das alles beim Starten vernünftig geschmiert ist, bevor da Öl hinkommt. Und dann bauen wir das Ganze so wieder zusammen, wie wir es auseinandergenommen haben. Also, Kipphebelwelle kommt da so rein mit den Füßchen, so nennt man es, nach unten, also jetzt nach oben, weil das ja auf die Ventile drückt. Dann schnappt man sich die Passscheiben. Ich lege die stärkere immer nach außen, sprich die dickere. Im Prinzip ist das aber scheißegal. Und dann friemel ich das da so rein. Und dann nehme ich die Scheibe und halte die da so zwischen. Und drücke sie dann so mit dem Fingernagel nach unten, bis das passt. Bis das passt. Und dann nimmt die Kamera jetzt auch auf. Irgendwie was stimmt hier nicht. Doch, scheinbar ist alles gut. Keine Ahnung, was das Ding hat. Und dann ist die erste der beiden Wellen da schon wieder drin. Dann nehmen wir die nächste im Bunde. Hier auch wieder. Stärkere nach außen. Na komm. Nicht auf die Kamera gucken. So, dann den Kipphebel da drauf, dann die Passscheibe dazwischen, ein bisschen gerade da rein friemeln das Ganze, ein bisschen drücken und ziehen mit ein bisschen Bitte Bitte, geht das da dann rein. So, da ist drauf zu achten, dass wenn die Wellen müssen bündig mit der Fläche hier sein. Das ist hier auch. Und dann dürfen sich die Wellen im Betrieb natürlich nicht berühren. Logischerweise. Und dann ist das alles wieder schick und schön. Kann wieder zusammengebaut werden. Das hat, wenn man Hilfe hat und sich nicht hier selber irgendwie mit so festhalten und körnen und kontrollieren und alles doppelt und dreifach körnen, damit es definitiv genug gekörnt ist und. Ich habe das nämlich gerade noch ein bisschen nachgesetzt. Ich hoffe, man sieht das. Sollte das Ganze maximal 20 Minuten dauern. Wie ihr das Ding da oben runter baut, wisst ihr selber. Dass ihr hier Dichtmasse nehmen müsst, wisst ihr auch. Nur dann ist das hier auch nochmal im Kasten. Das fehlende Puzzlestück zu dem Ganzen. Und ja. Dann habe ich, was das angeht, dann jetzt tatsächlich meinen Soll erfüllt. Und ja, wo es im nächsten Video drum geht, weiß ich noch nicht. Ich wollte gerne noch einen Vlog machen, weil ich da echt Freude dran habe. Das macht wirklich Spaß. Allerdings will ich auch noch diesejenige welche einbauen. Das ist eine sogenannte Anti-Hopping-Kupplung. Darüber sprach ich ja auch schon. Nur momentan weiß ich einfach nicht, wie ich es zeittechnisch machen soll. Ich habe heute spontan freigekriegt, deswegen habe ich jetzt dieses fehlende Video dazwischen geschoben. Das werde ich auch heute noch schneiden und hochladen. Und den Rest gucken wir uns dann an. Würde mich freuen, wenn ihr hier ein bisschen fleißig auf Abonnieren drücken könntet und einen Daumen runter gebt für das Video, weil ich herausgefunden habe, dass wenn ich 1000 Abonnenten habe,
wo es nicht mehr allzu weit weg ist oder wo es nicht mehr allzu weit hin ist, vielmehr, dann kann ich Livestreams machen. Und meine GoPro 8 ist in der Lage, live zu streamen. Und dementsprechend kann ich euch dann live mit in die Werkstatt nehmen, wenn ich hier was mache. Und ich kann Werbung schalten, was ich aber nicht tun werde. Meine Videos werden für immer, egal wie viele Abonnenten es werden, werbefrei bleiben. Abgesehen von Dingen, die ich euch empfehle. Aber ihr wisst ja, wie ich das damit handhabe. Ja, aber das ist der Zeitstand der Dinge. Dann seid ihr erstmal im Bilde. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Schrauben. Ja, macht nicht mehr so doll. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wow.